Und herzlich willkommen zurück. Ich wollte sagen, das Spiel begrüßt euch auch. Ja, Ich habe in willkommen. der Pause kurz nachgedacht, bevor wir jetzt hier Wie, weiter du hast nachgedacht. labern, dass das erste Kapitel hieß ja auch der Lazarus-Zwischenfall. Der Patient heißt Lazarus, irgendwas, den wir gerade gefunden haben in der Akte. Da besteht doch ein Zusammenhang. Hat Captain Obvious denn Na wieder los, zugeschlagen? bringen wir es hinter uns. Wie Sie meinen. Zunächst ein kleiner Oh Gott, nein. Assoziationstest Oh, Joscha zum ist so gut da Warmwerden. drin. Wir Oh zeigen nein. jetzt eine Reihe von Oh Bildern nein. und Sie sagen mir bitte, was Ihnen als erstes dazu Okay, wir machen einfällt. das beide unabhängig und sagen wir Erstes es. Bild. Ich sehe was. Das ist die. Warte, warte, ich starte mal das Bild an, ich habe noch nicht mal die Nee, ich habe die Antworten Antworten. auch nicht gesehen. Ich Du wollte es musst dann die einfach mal ohne. Antworten. Ja, aber ich wollte sagen, was ich sehe. Ich sehe eine Krone. Ich sehe eine Quadriga. Oh, du siehst die Quadriga. Ja, Ja, stimmt. total. Ja, dann, aber hier von denen sehe ich. Krieg. Die vier, fünf apokalyptischen Reiter. Geil. Krieg. Das ist unerwartet. Zweites Bild. Jenny, wie kommen wir an den Schlüssel? Das ist ja wohl eindeutig. Ich sag's euch gleich. Ich sehe was. Sie wissen schon, dass das alles völlig überholt ist, oder? Wie Sie meinen. Konzentration. Drittes Bild. Komm, an den der Typ, Alter, den können wir eigentlich aus dem Maul Das ist hauen. ein Schmetterling, come on, das ist easy. Ja, okay. Ein Schmetterling. Sind Sie jemals von einem Schmetterling gebissen worden? Nein? Ich auch Wir nicht. sind voll auf Droge, ey, oh Gott. Bemerkenswert. Ja. Und danke. So viel dazu. Geben Sie es lieber zu, Herr Tenhauser. Sie müssen es wissen. Wir wissen alle, dass Ihnen früher oder später die Ausreden ausgehen. Und dann ist es soweit. Dann gibt es kein Verstecken mehr. Wir wissen, wer oder was Sie sind. Aber diesen einen ehrlichen Schritt müssen Sie schon selbst tun. Wir behalten Sie bis auf Weiteres hier. Hallo, stopp! Das ist alles schon hier sehr Kafka-inspiriert, habe ich das Gefühl. Wir bereiten hier mal alles soweit vor und holen Sie ab, wenn das Prozedere beginnen kann. Klopfen Sie an die Tür, wenn Sie soweit sind. Das wundert sich auch gar Ich nicht, komme dass hier langsam wieder hell zu klarem Verstand. beleuchtet ist. Ja. Was für ein Trip. Das lassen wir jetzt so. Okay, jetzt haben wir mal gelernt, dass da auf jeden Fall der Schlüssel ist, an dem wir jetzt noch nicht rangekommen sind. Ich habe es auch irgendwie nicht wirklich versucht. Ich mach das ganz stumpf nochmal einfach. Euer Ernst? Okay. Hat sich irgendwas geändert, ist die Versuche Frage. in den Raum zu gehen. Wir müssen in den Raum kommen. Aber in welchen Raum waren wir denn? In dem Ich glaube, es hat sich jetzt mal gefühlt. Gitterstäbe. Ja, ich guck mal, ob hier unten ist durch alles unverändert. Versuch Also, mal in ob den. die ist der Schlüssel, der für das Ding hier, Ja, oder? versuch mal nochmal in den linken Raum zu gehen. Was sagt er dann? Das ist ja unser Raum. Und sagt er das Nicht so dann. lange dieser Rüpel davon. Nee, er will, dass der Rüpel da weggeht. Wie kriegen wir den dann weg? Ja, aber das ist ja unser Raum, Ja, oder aber nicht? trotzdem, er will ja da rein. Weil er sagt ja nicht wegen dem Ja, ich Rubbel. gehe dann aber nochmal oben rein. Nein, aber wie kriegen wir den denn da weg? Kriegen Wir wir müssen da, nicht. ob wir sie trotzdem einmal durch die Tür. Sonst Ja, würde er das ja aber nicht ich kann sagen. ja nichts tun. Ich habe ja offensichtlich noch nichts, was mit dem ich ihn da verscheucht kriege. Guck ihn aber nochmal an. Ich will Mann! nochmal wissen, was er sagt. Haben wir doch dreimal gehört! Ach, Frau, ey. Der schläft tief und fest. Und daran möchte ich Möchte ich eigentlich eigentlich nichts nichts ändern. ändern? Eigentlich. Okay, wir müssen also daran irgendwas ändern. Ja. Oh, au, au! Jimmy, haut mich. Richtig so. Der sitzt jetzt hier? Nee. So, irgendwas neu? Irgendwie hat sich etwas verändert? Ja, können wir Wer hat was? eigentlich so eine Hand? Ist das eine Hand? 1, Ja, 2, 3, irgendeinem sind doch 4, seltsame 5, Zähne 6. nachgewachsen. Die machen doch hier Experimente. Vielleicht sind es ehemalige Mitarbeiter des Bergwerkes. Wir hatten doch diese Bergwerksgeschichte, dass die doch alle ins Sanatorium gekommen sind. Und ich wette, dass die da irgendwas forschen heimlich und dann wieder Mutationen bekommen. Ja. Meinst du, wir müssen einfach an die Tür klopfen? Faszinierend. Das könnte sein. Ich glaube, wir müssen es einfach durchziehen. Wir ziehen es jetzt einfach Aber durch. vielleicht finden wir auch einen Hinweis darauf, was wir antworten müssen. Nein. Kann natürlich sein, dass wir sonst jetzt in so eine Endlosschleife kommen, bis man Genau, checkt, was aber man. das sehen wir ja gleich. Ja, ich klopfe mal. Das ist meine Münze, ne? Ja. Aber die könnten wir auch aus. Sind Sie bereit für weitere Tests? Lassen Sie mich gehen. Erst die Tests. Ich
Ich müsste mal auf die Toilette. Nichts. Mal gucken. Ich müsste mal auf die Toilette. Vergessen Sie's. Hallo? Ja, dann mach Tests. Sind Sie bereit für weitere Tests? Ja. Lassen Sie mich gehen. Erst? Gut, ich bin soweit. Wow, dieser Schlummermorchel-Smoothie hat es aber in sich. Oh komm, das ist das Gleiche. Ich sehe jetzt viel klarer. Aber vielleicht müssen wir die richtigen Antworten auch finden. Er murkst mich ab, wenn ich aufstehe. Mit was denn? Ja, dann guck. Ich kenne nur den Projektor. Könnten Sie noch was am Kontrastverhältnis machen? Das ist echt ganz schön schwammig hier. So, das geht also nicht. Na los, bringen wir es hinter Interessant. Uns. Interessant. Wie Sie meinen. Zunächst ein kleiner Assoziationstest. Aber jetzt antworte mal bei allen Wir zeigen Ihnen jetzt eine Reihe von Bildern und Sie sagen mir bitte, was Ihnen als erstes dazu einfällt. Erstes Bild. Meinst du, wir müssen aber nicht richtig antworten hier, oder? Mach mal das Universum. Sollen wir quasi dem Quantenphysiker spielen? Das Universum könnte aber auch ein Latte Macchiato von oben sein. Ey, das habe ich nicht gesagt. Ich wusste es. Siehst du, das ist schon mal... Zweites Bild. Da gut. Ah, okay, wir müssen ihn bestätigen. Mhm. Ein Raumschiff. Ein Raumschiff? Wir sind doch ein Außerirdischer. Die Andromeda. Ach nee, doch nicht. Genau wie erwartet. Ja. Zweites Bild. Das ist ja gut. Das ist schwierig. Der Schmetterling hat da komisch reagiert. Ein Engel? Ein Engel. Aber sind wir bald fertig? Passt nicht und unnötige Gewalt. Ich nehme den... Warte, komisch. Nehmen wir den Engel? Beim Schmetterling hat er irgendwie Das gesagt. War irgendwie eigenartig, die Antwort, finde ich. Ja, was soll es denn sonst sein? Dann nehmen wir den Engel. Ja, wir probieren das jetzt einfach raus. Ein Engel. Oder Walküren? Sie mögen doch sicher Walküren, oder? Bemerkenswert. Das ist gut. Und danke. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Vielleicht haben Sie uns da was untergejubelt. Nein. Wir behalten Sie bis auf weiteres. Nein. Hier. Komm. Meinst du, man kann die Hinweise irgendwo entdecken? Oder muss wir bereiten hier mal alles soweit vor und holen Sie ab, wenn das Prozedere beginnen aber was kann. Was ist denn die letzte Antwort Klopfen dann? Klopfen Sie an die Tür, wenn Sie soweit sind. Machen wir jetzt einfach Trial and Error, oder? Ja, Verstand. Weil die ersten zwei waren ja richtig scheinbar, so wie er reagiert. Was für ein Trip. Es geht jetzt schnell. Zack. Weil ich ja kein Fan von so Trial and Error Geschichten bin. Sind Sie bereit bin. Für weitere Ich auch nicht, aber wir haben ja jetzt geschlussfolgert, das hat was... Wir sind ja außerirdisch, also müssen... Ne? Ja. Oder... Das haben wir ja... Hab ich ja geschlussfolgert, dass die es glauben. Dieser Schlummermorchel-Smoothie hat es aber in sich. Das heißt, die ersten zwei sind ja nicht geraten jetzt, ich sondern... Ich sehe jetzt viel klarer. Also. Ja, mal achso, ich muss ihn anlaufen. Na los. Wie Sie machen. Zunächst zum Wir zeigen uns Sie erst. Erstes Bild. Das Universum. Das Universum könnte aber auch. Ich wusste es. Zwei. Ein Raum. Die Andromeda. Genau wie erwartet. Dritte. So, gehen wir jetzt mit. Sind wir bald fertig oder ist das unnötige Gewalt? Ja, keine Ahnung. Gehen wir jetzt das. Unnötige Gewalt. Merkwürdig. Ah! Und danke. Vielleicht ist es doch der Schmetterling? Okay, wir machen jetzt nehme ich das andere nochmal und danach nehmen wir den Schmetterling. Sie ab, wenn das Prozedere wir machen das jetzt mit System. Klopfen Sie an die Tür, wenn Sie soweit sind. Ich komme langsam wieder zu klaren Verstand. Ja, das will ich zum Tun dazu mal hören hier. Was für ein Trip. Guck mich nicht immer dabei an, ey. Vielleicht denken wir auch ganz falsch, man muss doch was hier im Arbeitszimmer noch oder so machen. Und übersehen das quasi. Wow. Dieser Schlummermorchel-Smoothie hat es aber in sich. Jetzt probieren wir das nochmal einmal beide Antworten am Ende einmal viel durch. Klarer. Na los. Wie Sie. Zunächst zum. Wir zeigen uns Sie erst. Das Universum könnte aber. Ich wutz. Ein Rapieren. Genau wie ein Dritt. So, jetzt nehme ich. Sind wir bald fertig? Sind wir bald fertig? Das Ganze ist nicht wirklich optional, wissen Sie? Und danke. Mann! Ich bin noch nicht, vielleicht... Es kann doch nicht sein, dass ich alle... Als letztes wir bereiten erst. Hier mal alles soweit vor und holen Sie ab, wenn das Prozedere beginnen kann.
klopfen Sie an die Tür, wenn Sie soweit sind. Fun Fact, Jenny schreibt hier parallel gerade mit dem Macher von dem Spiel bei WhatsApp. Ich hab nur so rüber geschielt und sah da den Namen. Er hat mir gerade geschrieben und Köhne. Ich war so, oh Gott, ich muss schnell fragen. Heißt doch Köhne, ne? Ja, das ist der Florian. Der Florian, grüß dich. Sind Sie... Frag ihn mal nach der richtigen Antwort. Nein, ich frage ihn nicht nach der richtigen Antwort. Das wird uns jetzt gerade sehr helfen, doch. Also alles wow. Dieser Schlummermorchel-Smoothie hat es aber in sich. Bla bla bla. Ich sehe jetzt viel klarer. Ich finde, man kann schon mal den Macher zwischendurch fragen. Nein, kann man nicht. Der weiß es bestimmt selber nicht. Mann, ich vergesse mal nicht. Hallo. Zunächst so, wir uns. Erstes Bild. Das Universum. Ich. Ein Rier. Richtig, ne? Ja. Ein Schmetterling. Sind Sie jemals von einem Schmetterling? Bemerkenswert. Und danke. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Dann checken wir vielleicht irgendwas haben Sie uns da was untergejubelt. Wir behalten Sie bis auf Weiteres hier. Das muss doch rauszufinden sein. Ja. Im Büro oben. Ja, wir also muss man es vorher rausfinden. Okay. Und holen Sie ab, wenn das Prozedere beginnen kann. Deswegen die Bücher. Vielleicht gibt es Sie an die Tür, dazu. Wenn Sie soweit sind. Ja, aber so viele Bücher. Ich komme langsam wieder zu klarem Verstand. Okay, aber haben wir das systematisch geklärt? Was hier. Für ein Trip. Ja, ja, ja. So, hier ist jetzt, glaube ich, nichts weiter irgendwie, womit wir was machen können, ne? Das ist nach wie vor kaputt. Ja, wobei ist das jetzt... Ach nee. Es kommt kein Wasser raus. Aber haben wir jetzt eigentlich vielleicht Wasser? Jetzt funktioniert es. Wegen dem Strom? Ja. Weißt du nicht, inwiefern uns das hilft? Können wir uns selber nass machen? Aber wir werden ja nicht nass. Okay, ja, wir haben rausgefunden, dass wir es noch nicht ganz checken. Also, um den Test zu bestehen, können wir jetzt immer einfach 2000 Mal Try and Error machen. Aber bei 4 Antworten ist das, glaube ich, ein bisschen krass. Von daher. Nochmal ins Büro, würde ich sagen. Da müsste es die Antwort geben. Mhm. So, jetzt bin ich auch wieder ganz bei dir. Aber hier sind mir zu viele. Sind auch zu viele Bücher, guck mal. Also, jedes einzelne Buch hier. Aber vielleicht gibt es eins mit dem. Aber was sollte da... Da war schon Kosmos eben. Was okay, ganz Kosmos. Okay, machen wir es. Ja, weil lass uns unten anfangen. Jetzt hier sind weniger. Ey, aber echt alle Dinger durchgehen? Ja, manche kann man ja ich gleich... Ich blätter jetzt nur so ja, langsam genau. durch. Genau. Und, ich kann ja auch nicht damit interagieren. Ja, ich guck nur, wie die heißen halt. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Texas. Life without Respawn. Ja, das kann's doch nicht sein. Ja gut, der moderne technologische Pressekonzepte. Kochen mit müsste Katzen. Dann ein Ding müsste dann irgendwie Raumschiff, Universum, Raumschiff. Aber dann ist ja Universum oder Raumschiff auch falsch gewesen. Ja, Wirtschaftswunders. Quantum irgendwas. Immer. Ja? Weil ich kann ja, wie gesagt, ich kann nichts machen. Ich dachte halt, man kann vielleicht mit einem interagieren. Ich check's nicht. Uschi T. Mach keinen Quatsch. Vielleicht war meine Schlussfolgerung, aber weil er da halt so positiv reagiert, wusste ich es doch und so, dass ich dachte, okay, das muss richtig sein. Ich bin 100% überzeugt, ja. Ich kann ja nicht alle Dinger durchgehen. Ja. Ich kann hier noch irgendwas machen? Nee, kann ich es mir ausmachen. Guck mal dir nochmal das Ding an. Nee. Was war das nochmal? Ein Plan für einen Quanten? Dabei bin ich doch Quanten. Das waren einfach nur Stifte, ne? So viele Bücher. Vielleicht überlege ich mir das mit dem Aber der will schon was mit den Büchern machen. Ey, aber guck mal, all die Bücher hier. Ja. Es gibt auch keins. Gibt es irgendeins, was uns ein bisschen anspricht gerade? Was ein bisschen exponiert ist? Nee, ne? Nee. Klar, Bauernrepublik Dithmarschen. Writers Guild. Die werden es nicht sein. Ich dachte, hier wären vielleicht irgendwelche Ordner oder so. Ja, oder der Autor, dieser Verrückte, der hier schon mal vor uns drin war. Labi. Das sind alles die gleichen Dinge. 50 Wege, eine Leiche zu entsorgen. Oh Gott. Das finde ich so geil. Die Akte Hansen. Aufstieg der Eiscreme-Mafia. Das könnte natürlich auch Bäcker sein. Ja, zumindest die Namen davon, ja. Ja.
Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ich alle Bücher mehr gucken muss. Okay, dann fragen wir uns, was haben wir denn noch alles zu tun? Wir könnten diesen Typen aufwecken, wir könnten hier angeln. Können wir nicht. Aber will er ja nicht, aus irgendeinem Grund. Mir ist gerade nicht... Aber gerade nicht, das heißt, man kann das aber irgendwie später tun. In irgendeiner Form, wir werden das brauchen, das Bild. Genau, gehen wir noch einmal alle Sachen durch. So, wir haben die Zeit, wir können die Zeitung nur angucken. Und du hast es ja alle Antwortmöglichkeiten, bist du durchgegangen. Die letzten vier, ja. Ja. Uhrzeitmonster, Dosenengpassöffner, Schlüsselbund verloren. Das macht doch auch keinen Sinn. Da ist dieses Zeichen, genau. Das hilft uns so alles nicht, ey. Wenn ihr es übrigens besser wisst, gerne damit in die Kommentare. Wir werden es wahrscheinlich nicht aktuell dann lesen können, aber dann können wir wenigstens sehen, die sind klüger als wir. Das wissen wir natürlich jetzt schon. Jetzt frag doch mal den. Nein. Es geht steil bergab. Du willst doch nicht gleich aufgeben. Das ist ja das Schöne an diesen Spielen. Sonst wären die langweilig. Eine absolute Point-and-Click-Memme. Okay, also. Ich habe keine Lust, kein Interesse, jetzt hier alle Bücher durchzuarbeiten. Zeitung hilft uns nicht. Das Bild ist erstmal nur interessant. Da können wir noch nichts mit machen. Will er nicht. Das ist eigentlich ein Hinweis auf die Bücher. Ne? Das ist Ding. Ah, jetzt sehe ich auch gar nicht. Das ist ja gar nicht das hier vorne, sondern das da im Hintergrund sind. Das ist gemein. So ein fettes Werk. Also wenn wir jetzt hier nicht vorankommen in der Folge, werde ich im Off einfach mir alle Bücher angucken. Dass ich eins finde, was irgendeinen Sinn ergibt. Können wir nur zurück. Wir haben das Wasser. Das mit dem Wasser können wir auch irgendwas machen. Ja. Aber ich weiß noch nicht, was. Was ist hiermit? Vielleicht Patientenakten. Müssen wir da mal reinschauen. Und zwar detaillierter. Nach den Tests nach gucken. Nach den Tests gucken und nach dem Typen Sanatorium vielleicht... Sanatorium, nein, das, herrlich. Das andere ist das. Ja, das sieht aus wie die Akte eigentlich hier. Ja. Dass wir den Typen gucken, den wir lassen haben. Genau, der hieß irgendwas mit... ist das nicht der Lazarus? Ja. Sind die aber auch überhaupt nicht sortiert hier, ne? Das heißt, wir suchen jetzt einen, mit dem sie diese Tests gemacht haben, oder was? Ja, oder den Lazarus selbst. Der war ja schon mal außer... Aber warte mal, wo ist denn dieser Zettel, den wir kaum dazu gelesen haben? Was diese armen Seelen hier durchgemacht haben müssen. War das das hier? Mhm. Dass wir uns da nochmal diesen Zettel drin angucken? Interessant. Das sind wohl die Patientenakten. Also hier gibt es aber auch keine Hinweise darauf, was er geantwortet hätte. Er hat einen... Die haben ja eh einen ganz anderen Test beobachtet. Assoziationstest zitiert. Das ist ja das. Ja. Weitere Assoziationstest. Und dann steht aber nicht, was quasi... Oh, sorry. Und dann ein Patient hat dieses leuchtende Sekret scheinbar, was wir schon gesehen haben. Ja, aber das bringt jetzt ja nicht wirklich weiter. Das ist der Salamander-Test, Finger nach... Jetzt weiß ich das, die schneiden dem die Finger ab. Das ist ja eklig. Test 3, Assoziationsform. Patient beschreibt Figuren in blumigen, fast schwärmerischen Worten. Ist das aber falsch? Davor oder danach eigentlich? Nein, sie haben es ja zweimal gemacht, ne? Hier? Ja. Ne, hier, also ist das dreimal. Einmal, zweimal. Dann der Salamander-Test ist was anderes. Genau, das ist Finger und Zehen abschneiden und die wachsen nach, scheinbar. Ja, und das ist aber ja Test 3 Assoziationsform. Das ist ja das, was wir machen. Ja. Das ist schon, das brauchen wir hier. Das daraus beschreibt Figuren im Blooming fast schon in manchen Worten. Können wir ja auch. Danach haben sie ihn aber beibehalten. Ja. Also haben wir ihn nicht entlassen. Auf den entsetzlichsten, abscheulichsten Formen nur zu beschönigen, der Strafe befähigt. Patient wird mutlos, willensschwach und er will ein tierisches Glühen beobachtet haben. Kann ich nicht bestätigen. Patient bis auf weiteres entlassen. Also müssen wir doch ganz blumig sein? Ja, aber die haben den lang. Wir können das mal ausprobieren. Weil in letzter Konsequenz wurde er deswegen entlassen. Ja, und weil er aufhört zu leuchten. Er will es beobachtet haben, noch nicht bestätigt. Dann machen wir es einmal im Blumig. Ja. Und dann beenden wir die Folge, wenn das nicht stimmt. Also Schmetterling war auf jeden Fall richtig. Bemerkenswert, hat er gesagt. Das heißt, wir müssen überraschen einfach. Ich wusste es, ist ja auch überraschend. Wir nehmen jetzt das Blumigste, was es gibt. Sind Sie bereit für... Lassen Sie mich erst... Aber ist der Engel nicht blumiger als der Schmetterling? Ja, eigentlich schon, aber den fand er ja nicht gut. Weil der Schmetterling ist schon blumig. Wow. Blumenschmetterling. Ja. Dieser Schlummermord ist nur, die hat es aber in sich. Ich sehe jetzt viel klarer. Ich dachte, die Reaktion wäre halt eindeutig zu, das ist richtig. Wieso? Zunächst, okay. Wir zeigen uns, Sie sagen mir bitte erst,
Also. Das. Also, jetzt rein blumig. Was ist blumig? Der Roboter ist überhaupt nicht blumig. Der Krieg ist auch nicht blumig. Und das Geflecht aus Punkten und Linien auch nicht. Das ist nämlich das pragmatisch. Bleiben wir beim Universum. Also, das Universum ist schon. Das Universum. Blumig. Könnte ich wusste. Genau, der Latte Macchiato ist nämlich auch rein. Warte mal. Kekse, Maurushafen und. Aber es passt nicht so gut irgendwie, ne? Ein Raumschiff. Nein. Dein Raumschiff ist nicht blumig. Kekse, nee, Maurushaufen und Vater. Und Vaterkonflikte sind überhaupt nicht blumig. Aber weil das ist die anderen zwei sind überhaupt nicht blumig. Ja. Dann ist es noch das Blumigste. Kekse, Maurushaufen und Vaterkonflikte. Was, wenn ich mir das alles zwischendurch ausgedacht hätte? Sie würden es nie erfahren. Wie Sie meinen. Konzentration. Nee, das ist keine richtige Antwort. Schmetterling? Ja, aber genau. Ja, aber das wird nicht richtig sein. Insgesamt. Ein Schmetterling. Sind Sie jemals von einem Schmetterling? Bemerkenswert. Und danke. Mann! Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt. Fuck you, Trüberburg, ey. Vielleicht haben Sie uns da was untergejubelt. Wir behalten. Gibt's nee, weil die Mitte kann nicht richtig sein, weil Vaterkonflikt ist ja nichts Blumiges, sondern was sehr Pragmatisches. Aber das andere, was die Alternative war, das Raumschiff. Ja. Und dann zwei, die zum Zweifel ziehen. Aber dann sind wir wieder bei denselben Antworten, wie wir schon ausprobiert haben. Das ist das Problem. Okay, wir so gucken uns hier einfach mal nochmal um. Ja, wir denken mal drüber nach, bevor wir jetzt hier tausendmal Try and Error machen. Ich dachte, wir hätten es jetzt so von der Idee her richtig. Das ist auch eine gute Folgenlänge. Also lasst uns nochmal drüber nachdenken und wir sehen uns dann gleich wieder. Oder bald. Morgen. Oder übermorgen. Oder übermorgen. Oder gleich. Wer weiß. Man weiß es nicht. Bis dann. Tschüss.